Zum Starten X drücken. Bams! Ein oder mehrere deiner Addons benötigen eine Zielaktualisierung durch das PlayStation Network. Ja, das weiß ich. Also, okay. Aber zuerst einmal natürlich... Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Wir beginnen heute das LP zu South Park 2, direkter Cholera Zerreißprobe, oder wie es als Originaltitel heißt, The Fracture But Whole. Und es mit der Aktualisierung ist deshalb, weil ich eigentlich noch das Add-on benötige, also das die neue Version müsste ich eigentlich updaten. Aber das Ganze würde so lange dauern und ich habe keine Bock zu warten, ich will es unbedingt jetzt schon spielen. Und deswegen werden wir die ganzen Updates erst im nächsten Teil haben. Also ich werde wahrscheinlich so 3-4 Parts aufnehmen und dann im nächsten Part halt eben dann die aktuelle Version haben und dann auch ein paar Sachen aus dem Online-Store haben, denn bei mir war ja in der Gold Edition auch der Season Pass dabei. Und das heißt, wir haben auch schon ein paar Outfits vom ersten Teil, die man auch anziehen kann hier im zweiten Teil. Das finde ich so mega geil. Und ja, also die ganzen neueren Features gibt es erst ein paar Parts später, aber beginnen wir jetzt erstmal mit dem Spiel. Jetzt stellen wir erstmal alles richtig ein. So, Audiosprachausgabe Englisch. Genau, das passt. Das passt auch soweit. Apropos Musik, die ist ja hammergeil. Das ist der Wahnsinn. So, Anzeige. Untertitel Sprache Deutsch. Menüsprache Deutsch passt. Ich freue mich gerade, wenn ich jetzt auf Englisch spiele, deutsche Untertitel anzeigen, dann auf Deutsch, genauso passt. Denn mein Englisch ist nicht so perfekt. Ein bisschen was verstehen wollen wir auch und ich habe auch etwas jüngere Zuschauer, die nicht so gut Englisch können. Deshalb machen wir das lieber mal so. So, Anzeige. Moment, Controller, Vibration, natürlich ein. So, der Rest geht erstmal noch nicht. Dazu benötige ich erstmal, wie gesagt, dieses Update. Und das machen wir erst dann im nächsten Part. Ich schätze mal in Part 4 oder 5 eventuell. Aber das haben wir nochmal extra. So, und jetzt beginnen wir endlich mit dem Let's Play. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei South Park. Direkter Choläre Zerreißprobe. Neues Spiel. What has become of this city? There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control, cats are missing, and townspeople are being victimized. Oh, hey! Who pooped on my porch? What's going on with you? Whoa! Whoa! We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times. When a new king united a kingdom, torn apart by a powerful stick. Hi, hon. Shut up, man. There's no time to waste. I have to go back, change the present if I can, find his cat. And in doing so, perhaps I can change what has happened to all of us. Hey,
Okay, kommen wir erstmal zur Charakterindividualisierung. Und da habe ich auch schon einiges gehört. Da gab es ja schon einen ganz kleinen, wie sagt man dazu, so ein... Ach, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Also wo sich viele Leute darüber aufregen, wegen einer bestimmten Sache bezüglich der Hautfarbe und des Schwierigkeitsgrades. Kontrovers, genau so war das Wort. Etwas ziemlich Kontroverses. Dann machen wir jetzt erstmal die Haare. Was passt denn da relativ gut? Gibt es irgendwas Neues, irgendwas Cooles? Das ist irgendwie cool. Aber nee, erstmal was. Ah, kann man auch drehen, cool. Was nehmen wir denn am besten? Das passt irgendwie. Andere Farbe. Hui, da geht ja einiges. Ich bin jetzt so ein bisschen... irgendwie so... Oder war es so? Ne, so nicht ganz. So... Wie sieht es von hinten aus? Dreh dich mal. Ja, das passt. So, Make-up. Beziehungsweise... Oh, das ist echt Make-up. Im ersten Wort war es eher eine Art Narben. Alles klar. Ach, das ist süß. Nipp, das passt schon. Bart. Ja, da habe ich keinen. Aber ich muss auch so wenig zur Auswahl. Denk mal, das, also ein bisschen Bart habe ich ja. Aber nicht so. Ach, das lasse ich erstmal. Wahrscheinlich wird man im Spiel wieder 1000 Sachen finden. Accessoires. Irgendeine Brille habe ich. Perfekt. Jupp, fast perfekt zu meiner. Und dann ist dies für Mr. Mackey, okay. Okay. Farbe kann man ja auch ändern. Ah ne, passt schon. Kleidung. Machen wir mal das Shirt schwarz. Und das Cape rot. Machen wir es so. Und das... Jo. Mhm. Passt. Und die Hände. Ganz normal. Hm? Das passt. Perfekt. So, weiter. Ja, das meinte ich. Wenn man nämlich einen dunklen Hautton hat, hat man es sehr schwer. Jo, das sagt Karl mir schon. Und das ist trotzdem ein bisschen kontrovers und ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, irgendwie muss ich sagen, wenn man jetzt dunkelhäutig ist, aber jetzt nicht so geübt ist in Rollenspielen, wo man sich denkt, boah, das Spiel ist richtig cool, das probiere ich mal aus, und man will es auf leicht spielen, da hat man einen Charakter, den einen nicht so richtig repräsentiert. Na gut, das ist eine Geschmackssache. Ich werde mal... Bitte gehe mal, dass das jetzt mir passt, also... Nicht wegen des Schwierigkeitsgrades, sondern wegen dem Hautton. Ein bisschen gebräunt bin ich ja. Ja, oder... Ah, machen wir es einfach so. Gut, erstellen. Der ganze Rest passt schon, jupp. They got the base! You gotta stop him! Fight the Moorish! They're
They're wearing bicycle helmets! Where is the king? Beim Scheißen. Wo auch sonst? Na, das kann ich noch. Na? War das richtig? Ja! Geil! Oh, ein bisschen laut. Zumindest für mich. Und ein Ticken leiser, so, schon besser. Mhm. Wunderbärchen, läuft schon mal ganz gut. Ja, ich wollte noch sagen, den ersten Part werde ich ein bisschen länger machen. Wegen Intro und ein bisschen viel reingequatscht und so weiter. Also der Part wird wahrscheinlich 30 Minuten haben. Aber die anderen werden dann 20 Minuten haben, denn das Ganze werde ich auch in Full HD bringen. Und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt in 30 oder 60, hat das 60 FPS? Keine Ahnung. Und ja, also wie gesagt, jetzt aber wird ein bisschen länger. Und ja, ich bin aber ziemlich gespannt auf das Spiel. Das Ganze beginnt schon mal sozusagen wieder beim Cooper Keep, also am Ende vom ersten Teil. Mehr oder weniger. Furzer Wegflasche Mittel gegen Analjucken. Hm, kann man nur gebrauchen. Kann man noch alles machen? Habe ich ein Menü? Oh! Cool! Aha, Inventar. Oh, eieiei. Gar zu viel Zeug. Von Apfelmittel zu Designer-Drogen wie Destiller Crash, die Waren von blablabla, ganz viel Text. Besuchsgegenstände, Verbrauchsgegenstände und Komponenten, das kann man die irgendwie wahrscheinlich craften. Einstellungen, Gallery. Oh, also das ist ein Handy, jetzt sehe ich es erst. Cool. Fotogalerie, Hintergrund. Landschaft, was haben wir da Schönes? Ah, super schön, von South Park. Machen wir es mal ein bisschen herbstlich, haben wir es nichts, aber wir haben ja fast schon Weihnachten. Machen wir mal eine kleine Winterlandschaft. Und diese Textur. Schieße Selfies, um sie dann deine Galerie hinzuzufügen. Okay, kann man auch Selfies machen. Smartphone-Farbe schwarz passt. Gesprungen, verschmutzt, verkratzt. Also ein Kratzer habe ich drin, also. Hui! Okay, nicht so viel. Man kann auch alles lesen, aber das ist doch ein bisschen komisch als irgendwie. Na, machen wir es mal normal. So, mehr geht hier nicht. Noch nicht. So, was geht noch alles? Kann ich noch irgendwas machen? Das geht noch, im Lärmer zu treten. Ich kann noch mal kacken. Das kann ich mal kurz testen. Oder auch nicht. Okay. Dann raus hier. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Yeah. Wer sagt zu seinem Kind Kiddo? Und ja, das waren die Eltern, beziehungsweise wer mich nicht kennt, ich bin ja der New Kid, der ja nach South Park gezogen ist im ersten Teil, das bin ich immer noch hier. Beziehungsweise spielt das Ganze wahrscheinlich kurz nach dem ersten Teil. Ich hoffe, ich weiß noch ein paar Sachen. Also ich weiß noch, dass ich hier Batterie, Teppichmesser, aha. Ich weiß noch, dass ich hier unglaublich viele Dildos gefunden habe aus irgendeinem Grund. Und ich denke mal, ich gucke noch mal rein.
Okay, ich hätte was anderes erwartet. Macht ihr vielleicht was anderes auch? Der macht doch irgendwas Perverses noch. Ah, verdammt. So, hier ist mein Zimmer, das kenne ich noch. Oh, ich habe einen neuen Fernseher. Geil. Ah ja, die Okama Gamesphere, das war das Teil. Kann noch ein bisschen was zocken. Ich denke mal nicht, ne. Gucken wir mal in den Schrank rein. Klebeband Larpschaumstoffballen. Oh, cool. Moment, das Menü war hier. Das interessiert mich jetzt doch ein bisschen als Cosplayer. Larp. Zack, zack, zack. Wo war der? Also unterkategorisiert irgendwie. Also ich habe 2 Medizin, 2 Technik und 2 Schrottteile. Steht aber nicht genau drin, welche ich genau habe. Ist jetzt ein bisschen komisch irgendwie. Na egal, ich muss den jetzt ein bisschen reinfuchsen, das Ganze. Ist ja doch ein Weilchen hier. So, hier haben wir nichts drin. Aber wo Dildo, hier ist schon wieder einer. Wieso hab ich ein Dildo in mein Zimmer? Ah, es geht schon mal gut los. Es hat Spielkarten. Ich denke mal, die Spielkarten kann ich auch nicht hier angucken. Nö. Das ist echt komisch. Ich dachte, wir können die irgendwie craften oder sowas. Ich würde eventuell schon einen kennen, der eventuell was craften könnte. Aber ich würde jetzt mal nichts sagen, nicht, dass irgendwas spoiler, was vielleicht doch nicht zutritt oder doch zutreten kann. Keine Ahnung. So, gibt es noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Den PC machen wir wieder aus. So, das kann ich auch nicht mitnehmen, oder den Bogen? Ne. Dann wieder raus hier. Und ab nach unten zu meinen Freunden. Hui! Ich liebe diese Treppensteigen. Bup, 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 bup. Wieso weinen die? Was ist denn los hier? Ist noch ein bisschen Geld drin. Lithium-Akku und 16 Cent. Nice. Da geht schon mal was. Flyer. Holt euch Kabel als Schrott. Kann den Keller runter, ne? In die Küche! Wo natürlich meine Mutter ist. Wo auch sonst? Juck mich nicht, Alte! Macaroni Tortilla! Eieiei! Sportflasche Tüte mit Chipurritos. Okay, ganz viel Lebensmittel. Dosen mit Ginger Ale. Oh, cool. Kann ich auch so Cocktails machen? Das wäre cool. Gott, halt doch mal die Backen, das gibt's ja nicht. Schon besser. Gott, fängt die schon wieder an. Kann ich irgendwie ziehen? Das ging ja auch im ersten Teil. Ich habe ja keine Fern- oder Nahkampfwaffen bisher. Komm schon. Moment. Oh Gott, Honey Bube in einmal Bubi Queen. Nein, einmal Beauty Queen. Oh Gott, gleich wieder ausmachen. Ist Honey Bube immer noch so ein Ding in Amerika? Das war das schon 2015, oder? Ah, ich weiß nicht so recht. Gut, dann raus zu meinen Freunden. My lord, the filthy Moorish are attempting to overtake Koopa Keep. You gotta come fight, my liege. You're our only hope. My lord, come on, dude. Ach, wie im ersten Teil. Ach, das ist so schön. Kann ich wieder hier das öffnen? Nee, noch nicht. Ach, der Hochjudenelf. Na, alles klar. Was macht die Front? What, you just moved to town and you get to be king? Well, I think you're a little pussy. Punch that more in the face, king. Yeah, he can't talk like that. Bam! Jetzt bin ich gespannt. Das habe ich schon mal gesehen irgendwo.
we changed the rules a little bit since yesterday. Hier muss ich näher rangehen, jetzt passt's. Drücke X für die Kraft. Oh, cool. Kräfte mit Rückschuss können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie gegen andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Oh, sogar Objekte. Geil. Das ist cool. Kann ich zurückgehen? Abwehren irgendwas? Au! Das war schon wehgetan, der Kleines. Kartonschwert. So, gleich nochmal. Und noch eine andere Kraft. Ne, ich habe gar nichts. Ne, nur den normalen X-Schlag. Bams! Right in your face! Bitch! We can't stop him! Ready the guards of the Dark Court! Wow! Did you see that? The king's amazing! His powers are unparalleled! War's das schon? Okay. So, kann ich irgendwas machen? Irgendeinen Random bekämpfen? Can't take us all on! Yeah, just walk away! Ja, dann zu denen. Oh, jetzt sind wahrscheinlich stärkere. Jetzt sind es drei. Teilst du den Gegner zuerst, dann hältst du einen Kampfvorteil, wodurch du zuerst am Zug bist. Das ist jetzt Meinung. Also das Ganze ist rundenbasiert. Und ich habe irgendwas mit Dreieck. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Okay, erst ich, dann der mit dem weißen, dann mit dem Lied und dann mit dem grünen Helm. Alles klar. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfeldes. Okay. Das ist die Reichweite. Okay. War das klug? Oh! Zornfurz. Kann ich irgendwie abwenden oder geht das nicht? Jetzt bin ich wieder dran. Okay, abwenden wir jetzt so, oder? Okay, you went first. We did it. Just go. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Dann kriegen wir schon hin. Das erste war das Lernen. Und wir sind halt auch ein bisschen leicht komplex am Anfang, dann nach links einigermaßen. Wenn man die ganzen Buffs und Debuffs drauf hat. Jetzt kann ich entweder irgendwas mit 4 machen oder mit 3 dasselbe irgendwie. Okay, so ist dann Furzen, okay. Also ich kann Furzen und schlagen. Also mal Magie und normal kämpfen. Eieiei. Ach, es geht das eine Runde nicht mehr. Also muss ich jetzt nochmal schlagen. Aha. Bams, right in your face. Was ist das, ein Rückstoß? Meine Fresse. Oh, groß Augs. Au. Wie das fast nur Schaden macht. So, jetzt kann ich wieder furzen. Aber der Schlag macht doch ein bisschen mehr Schaden. Weil ich steck das weg wie gar nichts. Bams! Und das war's. Alles klärchen. Macht echt Spaß. Stand aside or die. We're going through that door. You can't. Oh yeah, why not? Because everything in front of here is lava. Oh, dude, no way! All that is lava? Yep, everything from here to here is lava. You can't cross it. Shit! Come on, let's get inside. We can't. They're seeing everything in front of the door is lava. Oh, that's not fair. What do we do, the king? What do you do now? You die. Release the dragon. A dragon? We're fucked. Release the Dragon. Ach du Scheiße.
Hier ist auch kleiner Boss. 400. Dann sehe ich ziemlich geil. Der Boden ist Lava. Das ist auch schon 1000 Jahre her. Und gut, denkbar, die Produktion vom Spiel hat auch schon ultra lang gedauert. Wahrscheinlich war es am Anfang noch der heiße Schütt, der Boden ist Lava. Das ist jetzt schon ein alter Hut. Okay, ich kann was untersuchen. Gerät sein Hinterhalt gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Ich bin etwas verwirrt, aber ich bin dran. Denk mal, die Schlag. Ach, der ist auch noch da. Ich dachte schon, wer ist denn das? Okay, man sieht doch gleich, wie beschaut irgendwas machen würde. Also ich schlag immer, dann müsste er down gehen. Mhm. Ah, Rückstoß. War nicht bedacht. Cool. Jetzt kommt noch einer. So. Oh, Feueratem. Okay, der hat zwei Reichweite. Die beschreibenden Felder zeigen die Schadenszone des bevorstehenden Angriffs an, oder? Ah, ich kann noch wegrennen davor. Geil. Okay, jetzt kann ich ihn wahrscheinlich aus der Ferne anfurzen. Geht das? Ne, du musst dann hier stehen, okay. Bleibe ich lieber hier. Und beende dann mal den Zug. Er rennt, hallo? So. Okay, jetzt wird er getroffen wahrscheinlich. Okay, das heißt, ich kann jetzt noch angreifen und bis er angegriffen hat, das auch noch eine Runde. Stay out of the street, damn kids! Der Almighty King. Hammer der himmlischen Herrschaft. Okay, wahrscheinlich mein Ulti-Schlag. Wow! Dragon Slayer! Fairy Tail lässt grüßen. Oh my god, he defeated the dragon! No freaking way! That kid's amazing! Oh mein Gott, das war jetzt krass! Ne, ein ziemlich gutes Kampfsystem. Also muss noch ein bisschen reinkommen, aber es macht schon verdammt viel Spaß. Ich wollte gerne schon reingehen, aber ich kann ja auch in das Haus. Leider nicht. Kann ich nur ein bisschen zurückgehen und irgendwo da reingucken? Ne. Das war ja mein Haus, da komme ich. Da komme ich auch nicht weiter, okay. Da muss ich also hier reingehen. Aber ich muss sagen, das reicht schon für den ersten Part, da wir fast schon die 30 Minuten überschritten haben. Und ich will es ja nicht zu lange machen. Und wie gesagt, die nächsten werden dann 20 Minuten. Und ich freue mich schon so mega auf das Spiel. Das wird so hammergeil. Gehen wir ganz kurz ins Menü, ins Inventar. Ist irgendwas Neues? Oh, tatsächlich. Macaroni. Nutze Macaroni, Macaroni-Bilder herzustellen, mit denen du mächtige, uralte Rituale durchführen kannst. Alles klar. Die mächtige Tortilla ist nicht nur ein vielseitiger schmackhafter Blablabla. Sammle Tortillas, um Nahrungsgegenstände und sagenumwobene mexikanische Essen herzustellen. Ah, und Sportflasche. Sind eine der benötigten Zutaten für Gegengifte und Wiederbelebungen. Boah, cool. Ich würde auch gerne mal die ganzen Sachen hier sehen. Die ganze Technik, Relikte und so weiter. Wäre sehr interessant. Oh, das wird so mega geil. Gut, aber wie gesagt, das war's für den allerersten Part von Let's Play South Park 2 bzw. South Park Direktakuläre Zerreißprobe. Eigentlich denke ich jetzt doch eher South Park's Fractured But Whole nennen. Klingt doch ein bisschen cooler. Also, wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play South Park The Fractured But Whole. Ciao, euer
Dragon Slayer. Ich finde den Titel so geil. Wahnsinn. Zuvor haben wir King of Duschberg und jetzt Dragon Slayer. Also, bis dann. Ciao.